Ja, Planänderung. Wir spielen Genshin. Ist halt so. Pech gehabt. Nee, ich dachte mir mal so, die Leute sollen noch sehen, dass du ein Scheiß-Channel bist und Garbage-Content machst. Also, Genshin. Aktuell gibt es ein lustiges Event. Ich höre mir auch gar nicht an, was die nette Frau hier zu sagen hat, sondern wir gehen einfach rein. Über die Aktion. Jetzt wird erst interessant. Jetzt hören wir vielleicht doch zu. Ah, wir haben über Spurensucherballons angeredet. Ja, die Teilnehmer der Abenteuer müssen anhand der Hinweise nach den Spurensucherballons suchen und entlang deren Spur vorangehen. Je mehr Spurensucherballons man innerhalb der vorgegebenen Zeit sammelt, desto besser die Bewertung. Wir haben auch einen extra Spurensucher-Kompass bekommen. Ach so. Ja, wir lesen uns das alles nicht durch und beschweren uns gleich, dass wir nicht wissen, wie das passiert. In guter alter Pizza-Manier absolut nichts durchlesen, dann beschweren, dass nichts passiert. Dass man nicht weiß, was richtig ist. Obwohl, Maxim kann das auch gut. Sind wir ehrlich. Aus größerer Entfernung. Das hört sich gut an, weil die anderen beiden Sachen, die haben ja wir ja basically schon. Okay, wir gehen runter, fahren quasi eine Runde und gehen dann weiter. Das schaffen wir schon irgendwie. Hier gibt es einen optimalen Weg. Aber ich denke mal, das ist uns vollkommen egal. So, genau, wir gehen erstmal hier runter. So tief will er mich ja gar nicht lassen. Ach, viel zu weit schau. So, deswegen ist das Ganze, dass wir Kasua haben, dann können wir Shit abusen. Und hier kommen wir eh wieder hoch. So. Ja, optimal, schon optimal, sag ich immer. Es geht ja nur darum, dass wir möglichst viel einsammeln. Wir brauchen ja nur 25 für die Herausforderung. So, wo ist der Rest? Ah ne, ich habe meine Fähigkeit angemacht. Ha. Hallo, wo ist er denn? Da ist der Rest, da hinten. Ach so, die werden erst sichtbar, wenn ich den aktiviere. Ja, die kleinen Schlingel. Und das ist die letzte. Nice. War jetzt, ja, ich will nicht sagen easy, aber war schon easy. Sogar mit Bestzeit. Ja, nice. Was können wir uns denn noch? Komm, wisst ihr was? Wir machen alle in einer Runde durch. Wir können auch zur Alkohol teleportieren, oder? Ja, wollte gerade sagen, sonst wäre das ein bisschen schwachsinnig gewesen. Wenn wir da nicht hätte hinteleportieren können. Ich kann auch nochmal was zu so einem Penguin-Video gestern sagen. Das war ein bisschen, was heißt halbherzig, aber... Der Encoder, also das Video war schon okay und dann habe ich am Ende gemerkt, der Encoder hat mich verarscht. Ich habe außerdem den AV1-Encoder genommen und der ist, wenn man ihn nicht einstellt, die Standardeinstellung nutzt, sind die natürlich... Garbage. Ich frage mich, welcher Mensch die jemals benutzen würde. Aber hey, und der Farbraum war auch noch falsch, deswegen sahen die Farben weird aus. This scenery is wonderful. Surely enough to aber convince hey. Anyone to become a wanderer. Alles okay. Was haben wir hier? Schnell bewegen. Hört sich gut an. Ich habe übrigens wieder meine Pepsi aufgemacht. Ah, weil die brauchen wir ja auch mal. So, nächste Woche starten wir dann weiter durch mit wieder richtigen Videos, ne? Warum starte ich eigentlich hier oben? Das habe ich gar nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Oben, unten. Hier sind Ballons, ich fange hier hinten an. So. Zack. Links, rechts? Rechts meine ich natürlich. Follow the wind. So, wo ist der Rest? Kann er nicht. Bin ich blind? Wir müssen irgendwo 40 Ballons versteckt sein. Boys. Okay, habe ich die eben auf der anderen Seite übersehen? Nee, ne? Nein. Okay. Ja, aber hier oben ist ja nichts, ne? Hier oben waren wir ja schon. Aha, sneaky. Da oben ist doch noch was. Da unten an der Balliste ist noch was. Das ist, also...
Ja, man kann jetzt darüber streiten, ob das gut versteckt ist oder nicht. Ich bin einfach wieder runtergefahren. Professionell natürlich. Ne, weil wenn wir schon fallen, dann auch richtig. Wenn wir schon fallen, dann schnell. Guck mal, der hat sogar die Balance markiert, weil er denkt, wir sind richtig schlecht. Uff. Uff, sag ich da nur. Ja, und da. Das müssten die letzten sein. Ja. Also ich sag mal, anspruchsvoll ist was anderes. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal in den Kommentar schreiben, wie schnell ihr wart, wie ihr das gemacht habt. Ne, so ein bisschen die Zuschauerbindung hier fördern. Na, und wir gehen auch schon zum nächsten. Ne, ich dachte auch, es gab jetzt längere Zeit mal kein Genshin-Content. Die 2,5 Leute, die während meiner Genshin-Zeit reingesubbt haben, die sollen ja auch ab und zu nochmal Content bekommen, ne? Das ist ja nur fair. Nee, es läuft aktuell sehr gut mit Subs und Views und generell. Ne, der YouTube-Algorithmus hat sich auch so ein bisschen eingestellt, dass er immer anfängt, ab Donnerstag, Freitag meinen Shit zu promoten. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob ich nicht doch nochmal kleinere Extra-Videos an einem Donnerstag rausbringen soll, an einem Freitag bringen soll. Und dann von dem Uplift quasi zu profitieren. Den YouTube mir da for free gönnt. Was soll das denn hier jetzt? Was mache ich denn hier? Ne, das ist halt so meine Idee gewesen, weil YouTube fängt halt an, den Shit zu recommenden, aber dann ist nichts Aktuelles da. So. Das ist halt, weil persönlich, vielleicht kennt er das ja. Ich rede mal ganz kurz. Wenn man so einen neuen YouTube-Dude findet, dann ist das zwar ganz nice. Aber wenn man dann noch sieht, der hat vor 5 Minuten ein Video hochgeladen oder heute oder was auch immer, dann ist es halt aber nochmal extra nice. Jo, Alter. Was hab ich denn hier für einen Perk ausgerüstet? Joink. Shit. Shit. Mach alles kaputt. Au! Er hängt in der Wurzel fest, der Junge. Ja, aber nicht hier runter, oder? Nee. Hier hoch, haha. Ich meine, wenn man weiß, wo die sind, dann wird das bestimmt auch einfacher derzeit. Hallo. Aber ich finde, das war schon eine gute Zeit. Naja, ich weiß aber nur noch nicht, was für Videos. Ich habe ja auch immer wieder dran gedacht, Tutorial-Shit und Tech-Shit und whatever zu machen. Aber ich weiß nicht, ob es nicht schlauer ist, das auf einem extra Kanal zu machen. So, der Hintergrund ist, dass YouTube sich bei mir natürlich jetzt drauf eingestellt hat, so ein bisschen. Es kommen 3 Videos die Woche. Die kommen immer regelmäßig. Und wenn jetzt immer 3 Videos die Woche plus vielleicht mal eins noch extra, vielleicht mal nicht kommt, da weiß ich nicht, wie geil der YouTube-Algorithmus das mag. Ne, aber hey. Oh, wir haben jetzt sogar verbundene hier Effekte. Hörspringen und ausgerüstete Entfernung einsammeln. Ja, ich gucke mir das zwar an. Ich sehe, hier sind Ballons. Ich werde aber eh wieder vergessen, wo die alle sind und die suchen müssen. Ich will die da unten irgendwie abgreifen. Useless. Sehr knapp. Ah, shit. Wie war das? Useless. Ha. Also so ganz hat das nicht funktioniert. Aber hey. Machen wir mit dem hier weiter? Ja, würde ich sagen. So, und hier auch den Hypersprung wieder. So,
waren, glaube ich, alle von denen. Dann müssen wir nur noch da hoch. Da hoch. Ja, wunderbar. Und das war's auch schon. Ja, sieht er. Das ist jetzt ein super easy Kack-Event, ne? Sie hätten vielleicht Windflucht als besseres Event in der Zeit nehmen können. War ist ja auch egal, ne? Ich meine, es ist 8, 16, 24, 32, 40. Worauf wollte ich hinaus? 4000? Das ist noch niemals 4000. 80. 160. 240. 400. Es sind 400 Primo-Games. Ja. Zählen muss man auch lernen. Normalerweise klappt es gut mit dem Zählen. Aber manchmal bin ich halt auch verwirrt. Oh, hier ist eine Kiste, die ich mir noch nicht abgeholt habe. Tja. Das ist schon belastend. Lass das mal nicht die Leute sehen. Wie viel habe ich überhaupt hier? Komm, 77%. Da könnt ihr mal eine Kiste könnt ihr da mal. Könnt ihr mir da mal gönnen. Keine Ahnung, was ich jetzt ausgewählt habe, aber es war neu. Neu ist immer gut. Ach du Kacke. Runter und aber auch wieder hoch. Ja. Sieht aus wie so ein Viereck, was ich da laufen muss. Na, we will see. Hallo, darf ich mich auch bewegen? Ich sehe nichts. Ah, danke. Gut, wo fangen wir an? Wir fangen hier oben in der Ecke an. Und hoffen, dass uns der lustige Ballon unten wieder nach oben führt. Nicht wirklich. Na doch. So ein bisschen zumindest. Nicht das, was ich mir jetzt erhofft hatte. Weil irgendwie müssen wir ja trotzdem hoch, aber... Ja, dann machen wir es halt so, ne? Zack, zack und zack. Und ein Bärchen! Und damit ist auch... Würde nicht hauen. Ja, hab ich halt doch gehauen, ne? Damit ist auch dieses Event beendet. Ihr habt so ein bisschen gesehen, dass es existiert. Und ich habe ganz viel Shit für meinen Battle Pass bekommen. Bist du jetzt im Ernst gestorben? Im Hintergrund? Mate, was ist schief mit ihm? Time to go to work. Was ist das hier überhaupt? Warum ist da noch ein Ding, was ich nicht hab? Fragen über Fragen. Holen wir uns das noch? Ja. Holen wir uns noch. Hallo, würdet ihr mich bitte einmal... Würdet ihr mich bitte einmal... Nee, komm. So mal nicht hier, ne? So, ihr habt mich eingeeist. Ja, ich eis euch zurück ein. Macht das Spaß? Nee. Du da hinten nicht so hier stehen. Du darfst dich mitbeteiligen an dem Kampf. Sag ich sonst deinem Vorgesetzten, dass du schon wieder nicht kämpfen wolltest. Kann ja nicht sein, ey. Fateful offering. Menschenskinners. Dass er rumstehen kann, aber selber mitkämpfen will er nicht, ne? Das ist so typisch. Für die komischen, bösen Leute hier. Ah, hier wäre man ins Original reingekommen. Oh ja. Übrigens, Tipp, wenn ihr es noch nicht wusstet, wenn ihr an einem Haar bricht, benutzt, seht ihr, von wo die CD kommen muss. Irgendwo da hinten. So als random Info. Oder kommt sie hierher? Aber dann war der nicht ganz richtig. Er zeigt euch ungefähr die Richtung an. Ja, also. Mehr könnt ihr ja aber auch nicht verlangen. Mehr könnt ihr nicht verlangen von diesem Game, dass es ordentlich die Richtung anzeigt. Okay, jetzt zeigt es sie gar nicht mehr an. Arschloch. Naja. Ich würde sagen... Das war ein fixes Donnerstagsvideo. Ja, diese Woche war schwach. Aber
Eine schwache Woche bedeutet auch immer, dass danach eine geile Woche kommt. Warum? Frag mich doch nicht. Also eigentlich bin ich der Einzige, der das wissen kann, warum, aber wir beenden jetzt hier. Das wird nicht besser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein. Ich erwarte euch wieder am Dienstag. Wir eröffnen mit... Ja, mit was eröffnen wir? Ich würde mit Forts eröffnen. Forts bekommt aber bessere Views, wenn es an einem Donnerstag kommt. Ja, Peklin läuft eigentlich ganz gut immer in den Wochenstart rein, aber der Peklin hatten wir jetzt erst wieder. Mr. Watch, wir fangen mit Stack Dance an. Weil das kriegt eh am wenigsten Views und wenn das an den Tag kommt, wo es eh keine Views gibt, dann passt das. Ne? Guckst du uns auch mal an, Kasur? Wow, guck da nicht. So, in dem Sinne würde ich sagen, wir fangen mit Stacklins nächste Woche an. Mittwoch dann Peklin, sehr wahrscheinlich. Und am Donnerstag dann Forts, um die Views zu kapitalisieren. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Da ist ein Mauszeiger, der geht auf den Aufnahme-Beenden-Knopf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein. Baba, ihr könnt übrigens, wenn ihr Alt drückt, den Genshin, den Mauszeuger aktivieren, den basically jeden MMO. Egal, bye.